Hey und hallo zusammen, ich bin's mal wieder, Tom David vom Drohnenhandbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen deutschsprachigen Folge. Heute beschäftigen wir uns mit Drohnenetikette. Worauf müssen wir Drohnenpiloten Acht geben, um uns selbst nicht in Verruf zu bringen? Das ist sozusagen der inoffizielle Drohnenknigge. Los geht's, jetzt den Daumen nach oben und natürlich das Abonnement nicht vergessen, damit ich auch in Zukunft mehr Videos auf Deutsch produziere. Jetzt zurücklehnen und das Video genießen. Regel Nummer 1. Frag nach einer Genehmigung und respektiere die Privatsphäre und das Eigentum anderer. Beim Filmen mit Drohnen kommt man um tolle Szenerien nicht herum. Viele davon, zumindest die in den Städten, dürfen allerdings ohne Genehmigung nicht umsurrt und umflogen werden. Sogar manch öffentlicher Park hat Restriktionen für den Gebrauch von Drohnen. Im Zweifel einfach die DFS-App checken und kurz bei den Behörden anrufen. So ersparst du dir später Ärger. Regel 2. Halte dich von Menschenansammlungen fern. Es ist diese Regel, die jeder vom Hörensagen kennt. Allerdings gehen die Definitionen beim Begriff Menschenansammlung weit auseinander. Auf eine spezifische Nummer will ich mich deswegen hier auch gar nicht versteifen. Stelle einfach sicher, dass du dich von hochfrequentierten Orten wie Stadien, Konzerten und Einkaufsstraßen mit deiner Drohne fernhältst. Denn obwohl unsere Drohnen ziemlich sicher sind, kann es, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, zu Zwischenfällen wie diesem kommen. Oh. Regel Nummer 3. Fliege niemals in Katastrophengebieten, nahe Flughäfen und Heliports. Es ist eigentlich selbsterklärend, aber für den Fall, dass jemand noch keinen Gedanken daran verschwendet hat, hier nochmal meine Wiederholung. Fliege niemals, absolut niemals ohne Genehmigung in der Nähe von Katastrophengebieten, Rettungseinsätzen, Flughäfen oder Heliports. Letztere befinden sich manchmal unscheinbar auf den Dächern von Krankenhäusern, weshalb man das bei der Planung immer bedenken sollte. Regel Nummer 4. Sei zuvorkommend, auch wenn dich Leute zum 100. Mal mit derselben Frage auf deine Drohne ansprechen. Sicherlich kennst du diese T-Shirts, auf denen die Antworten zu den meistgestellten Drohnenfragen aufgeführt sind. Zieh dir lieber etwas anderes an. Vergiss nicht, dass du die Drohnen-Community vertrittst und dementsprechend quasi als Botschafter unseres gemeinsamen Hobbys fungierst. Was auch immer man Verrücktes fragt, antworte freundlich und hinterlasse einen positiven und professionellen Eindruck. Und wenn du um ein Drohnenshirt einfach nicht drum herum kommst, na, wie wäre es denn dann mit diesem hier? Oder diesem? Das hier ist mein persönlicher Favorit. Alle diese Shirts und noch viel mehr gibt es jetzt auf drohnenhandbuch.de/shirts. Designs von Drohnenpiloten für Drohnenpiloten. Regel Nummer 5. Störe nicht unnötig. Was für uns wie eine freundliche Biene klingen mag, hört sich für andere wie eine aggressive Hornisse an. Mach dir selbst das Leben nicht unnötig schwer und halte dich gerade in der sonst so ruhigen Natur von den Ohren anderer Leute fern, soll heißen, fliege den Leuten nicht direkt über die Köpfe, verfolge niemanden ungefragt und, wie soll ich es sagen, sei einfach nicht aufsässig. Fliege ganz normal und in der Regel wird deine Drohne niemanden stören. Regel Nummer 6. Nutze deinen Menschenverstand. Behalte immer im Hinterkopf, dass unser Hobby durch die meist negative und oftmals sogar komplett falsche Berichterstattung ziemlich belastet ist und Menschen Drohnen deswegen grundsätzlich erstmal skeptisch gegenüberstehen. Nationwide 109.000 registered users own more than a million registered drones. A spy inside people's homes, even going right up into the windows and looking at your most private moments. So far this year, pilots have reported 2,000 drone sightings. Anybody can stick a camera on a drone. So now creeps are doing something pretty creepy. A drone hitting an aircraft of any size is potentially a life or death situation. You're a target on the second floor too. Sitting in the tub, this could be a pretty intimate moment. And the drone, even all the way up here on the second story, is watching. Mein Rezept, wenn andere aggressiv werden, sei freundlich. Schrei nicht zurück, sei auch nicht arrogant, motze niemanden an, versuche so gut es geht, Herr der Lage zu bleiben, Drohnen und deren Nutzen kurz zu erklären, zeige ein paar Aufnahmen und vielleicht kannst du so die Situation zum Guten wenden. Und wenn gar nichts hilft, bleib trotzdem sachlich. Eine Frage zum Schluss. Habt ihr es schon mal erlebt, dass irgendein Passant wegen eures Drohnenfliegens auf euch losgegangen ist oder gab es da irgendwelche seltsamen Situationen? Ich würde mich über ein paar Kommentare freuen. Einfach unten in die Kommentare schreiben oder bei Facebook
facebook.com/Drohnenhandbuch mal einen Kommentar hinterlassen. Ich bin da wirklich gespannt auf eure Stories. Ich persönlich muss sagen, ich hatte jetzt zwei oder dreimal Leute, die auch wirklich ziemlich, sagen wir mal, rabiat vorgehen wollten, aber es ist dann zum Glück nur bei Worten geblieben. Die meisten Leute konnte ich wirklich einfach mit einer gewissen professionellen Ausstrahlung und einer gewissen positiven Energie und einfach damit, dass ich ihnen gezeigt habe, was ich mache, wirklich überzeugen, dass Drohnen keine Gefahr sind. Jetzt rede ich aber schon wieder viel zu viel. Einfach mal jetzt bei drohnenhandbuch.de vorbeischauen. Da gibt es den neuen Drohnenblog, der ist jetzt endlich final zum Leben erwacht. Nochmal www.drohnenhandbuch.de, da gibt es immer die neuesten News. Jetzt den Daumen nach oben nicht vergessen, das Abonnement nicht vergessen, damit ich auch in Zukunft mehr Videos auf Deutsch produziere. Und jetzt könnt ihr natürlich, falls ihr wirklich nicht auf meinem Blog vorbeischauen wollt und wirklich nicht bei Facebook vorbeischauen wollt, dann könnt ihr jetzt wenigstens auf eines der hier angezeigten Videos klicken. Viel Spaß, Dankeschön, Os, Sayonara und es war mir eine Ehre.